Heute geht es um das meiner Meinung nach beste und wahrscheinlich auch ziemlich unbekannte WordPress-Theme. Und zwar ist das Voxel, auf deren Seite ich gerade bin, und es unterscheidet sich sehr, sehr stark von dem, was sonst so empfohlen wird. Meistens, wenn man nach dem besten WordPress-Theme sucht, werden auch irgendwie immer noch die gleichen Themes von wie vor 10 Jahren vorgestellt. Da gibt es irgendwie so ein Theme, das nennt sich Divi von Elegant Themes, was uralt ist. Dann wird natürlich der Elementor-Page-Builder in Kombination mit verschiedenen Themes gerne vorgeschlagen. Oder auch irgendein anderes Theme von Themeforest mit dem WP Bakery Page Builder. Und das sind auch alles solide Themes, wenn man einfach nur eine Business-Seite braucht mit irgendwie einer Start, über uns, einer Leistungsseite und halt den typisch statischen Seiten, die man halt bei so einer klassischen Unternehmensseite hat. Wenn man jedoch ein Portal bauen will für, sei es Immobilien, für die eigene Stadt, für Autos, für Produktvergleiche, für eine Community, dann gerät man mit solchen Themes bei WordPress sehr schnell an seine Grenzen, und mit so einem Theme wiederum hat man ganz andere Möglichkeiten. Denn dieses Theme, wie es sich nennt, Voxel, erlaubt sehr, sehr dynamische WordPress-Seiten zu bauen. Man sieht es auch hier gerade schon in dieser Demo. Man kann eben wie mit ACF praktisch eigene Felder anlegen, aber man hat dann auch gleichzeitig die Möglichkeit, in diesem All-in-One-Produkt des Themes Suchformulare zu erstellen für diese Custom-Post-Types. Man kann eben die Felder alle definieren, man hat die Eingabemasken im Frontend und Backend, man hat, wie man sieht, auch Karten, man kann die Ausgabe, also das Template, komplett frei mit Elementor designen. Die haben sich sehr stark auch in Elementor Free Builder eine Umsetzung überlegt, um eben so dynamische Templates sehr einfach und sehr auch individuell baubar zu machen. Und das ist wirklich was, was man sonst so nicht bekommt. Hinzu kommt noch, dass sie mittlerweile auch so ein bisschen so ein E-Commerce-Thema mit eingebaut haben. Das ist jetzt noch nicht keine WooCommerce-Konkurrenz, also einen Online-Shop damit zu bauen, ist vielleicht noch ein bisschen zu weit gedacht. Ja, man kann hier dann mit der Integration von Stripe eben Produkte verkaufen oder so eine Art auch Marketplace machen, wo man verschiedene Anbieter hat, die man sich dann bei einem registrieren, und dann können die über Stripe Connect entsprechend ihre Produkte oder Leistungen anbieten. Ich denke, das ist dann eher für so eine Art Directory interessant oder für eine Art Portal, wo vielleicht sich einzelne Dienstleister registrieren. Könnt ihr mal zum Beispiel das Beispiel nehmen. Ich könnte bei NitroRS ja sagen, ich baue jetzt die Tuning-Werkstätten ein. Ja, man könnte also sich als Tuning-Werkstatt registrieren, oder ich liste erstmal Tuning-Werkstätten und die könnten ihre Leistung, wie zum Beispiel Scheibentönen, für einen bestimmten Preis inserieren, und dann können Leute sich dort diese Leistung direkt buchen. Und natürlich gibt es auch ein paar Community-Funktionen. Man hat dann hier so Notifications, wenn zum Beispiel dann irgendwie ein Kommentar abgegeben wird oder wenn das Inserat freigeschaltet ist, deaktiviert wird und so weiter. Das heißt, es ist schon sehr stark darauf ausgelegt, wirklich ein Portal zu bauen, wo man mit dem Nutzer irgendwie auch eine Interaktion schafft, als nur eine statische Seite zu haben. Und man kann sich einfach mal diese Beispiele von denen anschauen. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Demo. Man sieht hier sehr schön, kann man hier Karten integrieren, kann dann sogar hier Search das Area machen. Also das ist dann schon alles ziemlich smart zusammengebaut. Man hat hier diese Filterfunktion, man hat natürlich auch einen klassischen WordPress-Blog und so weiter. Wir können das auch mal hier beispielhaft zeigen. Ich habe hier mal diese Demo von denen bei mir testweise importiert. Dann kann man sich auch mal anschauen, wie zum Beispiel die Bearbeitungsmaske aussieht. Da hat man hier im Frontend eben so eine Bearbeitungsmaske. Man hat sogar nur eine Art Dashboard und Analytics, wo man dann sehen kann, wie viele Visits hat so ein Ding. Man kann seine ganzen Listings, die man hat, eben bearbeiten und anschauen. Man kann, wenn man dann das Thema integriert mit den Bestellungen, kann man sogar hier seine Bestellungen verwalten über Stripe und so weiter. Das heißt, es ist ein sehr, sehr versatile, sehr, sehr flexibles Theme. Und auch wir bei unserem Vergleichsportal für Leasing- und Autoangebote haben als Grundlage fürs Frontend tatsächlich dieses Theme benutzt. Die Seite basiert nach wie vor auf WordPress und haben hier dann entsprechend natürlich sehr, sehr viel angepasst. Wir haben die Elementor-Page wieder rausgeschmissen, haben das mit Tailwind CSS gemacht und viele Funktionen hinzuprogrammiert. Also man muss schon sagen, es ist schon relativ weit weg von der Basisvariante. Aber es soll eben zeigen, man kann mit WordPress echt große Projekte und Portale umsetzen. Und deshalb wollte ich einfach ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Theme lenken. Und auch so ein bisschen in Aussicht stellen, dass ich mir überlege, jetzt, wenn man für mein kleines Testportal, Testprojekt NitroRS, dass ich das eben auch mal damit umsetze und so diesen Vergleich von zum Beispiel Autozubehörprodukten wie den Fahrradträgern oder Dachboxen einfach mal damit beispielhaft umsetze. Das wird dann im
natürlich etwas längeren Video kommen, weil das wird dann wahrscheinlich eher so 2-3 Stunden lang, wo wir wirklich dann Step by Step die Seite neu bauen mit diesem Theme. Ich wollte nur vorweg einfach mal ein kleines Infovideo machen, warum ich das für ein sehr, sehr interessantes Theme halte und für alle, die irgendwas bauen möchten mit Immobilien, lokalem Stadtportal, Vergleichsportal, Communityportal, die könnten sich dieses Theme auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe es unten in der Beschreibung verlinkt mit meinem Empfehlungslink. Den könnt ihr benutzen, müsst ihr nicht benutzen und euch entsprechend eben das Ganze mal anschauen. Wir können mal aufs Pricing schauen. Das ist auch gerade zumindest der Lifetime-Deal. Den gibt es gerade noch im Angebot für 399 einmalig, dann mit unendlich Seiten für immer. Oder man kann eben einen Yearly Plan nehmen für unendlich Seiten oder eben auch erstmal nur eine einzige Seite für ein Jahr für $59 und das Ganze mal ausprobieren. Darüber hinaus kann man sich mal anschauen, hier gibt es regelmäßig Updates. Das ist natürlich alles so Step by Step, es ist kein riesiges Team, man merkt schon, also die Entwicklung, die geht jetzt nicht in Megaschritten voran, das muss man ganz offen sagen, aber auch hier sieht man jetzt, es kommt demnächst irgendwann PayPal, nicht nur die Stripe-Zahlung, das heißt, hier passiert schon auch einiges, man kann sich dann auch hier nochmal die Demo-Seiten anschauen, für Gaming, für E-Commerce oder auch für Doctors, da kann man so theoretisch sein eigenes Dr. Lip oder sowas bauen oder man könnte auch erstmal in eine Nische gehen und sagen, ich fokussiere mich jetzt zum Beispiel auf Doktoren für Schönheitseingriffe oder sowas und dann eben aus der Nische heraus irgendwie ein kleines Portal bauen, weil ich glaube, dass das immer noch ein sehr interessantes Geschäftsmodell ist, gerade in aktuellen Zeiten und wahrscheinlich auch besser funktioniert als eine ganz einfache Content-Amazon-Affiliate-Seite, wo ich irgendwelche Top-Listen, Testartikel, Fake-Test, auch echter Test oder Fake-Test, einmal dahingestellt, Artikel generiere, um dann zu versuchen, da ein paar Euro Amazon-Provision zu machen, könnte man hiermit so ein Startbrett haben, um ein sinnvolles, lokal beschränktes oder nischenbeschränktes Portal aufzubauen. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich wollte euch einfach mal dieses bisschen Werbung machen, auch für dieses Theme oder einfach mal ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf lenken, weil ich finde, dass das irgendwie noch nicht so populär ist, wie es eigentlich sein sollte. Und genau, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das Theme schon mal wahrgenommen habt, ob ihr vielleicht auch ein anderes Theme immer noch vorziehen würdet für eine Affiliate- oder Portalseite. Und genau, wenn ihr natürlich auch Wünsche habt, dass ich hier mal was zeigen soll, dann schreibt es auch gerne rein. Mein Plan ist jetzt, wie gesagt, dann mal unser Demo-Projekt NitroRS irgendwann darauf umzustellen. Das wird noch eine Weile dauern, aber dann könnte man da mal halt beispielhaft zeigen, wie man vielleicht Produkte schön vergleichbar macht, wie man die von Amazon crawlen könnte und auch automatisch importieren könnte mit WP All Import. Da gibt es dann noch viele interessante Videoideen. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.